Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals, willkommen hier zurück bei Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Wir haben das Kapitel in der Hölle freigeschaltet. Ja, Obito, die Sage geht weiter, aber jenseits des Todes, er ist also noch nicht tot, ganz offensichtlich, denn sonst würde er nicht gegen Naruto kämpfen. Und warum das so ist, das erfahren wir jetzt.死んだのか。ここは。あの世との狭間だ。内葉の者よ。その目、まさか。じいちゃんも内葉の。痛みを感じるということは、まだ生きているということだ。 じいちゃんが助けてくれたのか。ありがとう。礼を言うのはまだ早い。その分の恩はしっかり返してもらうつもりだ。それはいいんだけど、何すりゃいいんだ。俺はこの葉へ帰らなきゃなんねんだけど。今は戦争中だ。車輪がもうやっと開眼したし、これで今度はもっと仲間を守れる。もっと仲間を守るか。 なんだよ。お前のその体、もう忍びとしてはやっていけまい。現実を見ろ。この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。うるせえよ。俺はこんなとこに長居はしたくねえんだ。やめておけ。お前も俺もここより出ることはできん。 体ではな。てめえは一体何者だ。俺は内葉の亡霊、内葉マダラだ。マダラ、マダラならとっくに死んでなきゃおかしいだろ。いつの時代の話だよ。俺は時代遅れの産物か。確かに俺は 後ろの魔像からチャクラを常に供給し続けなければ、あっという間に死んでしまう死に損ないだがな。その死に損ないがこんなガキ捕まえて何しよってんだ。この世の因果を断ち切る。勝者だけの世界、平和だけの世界、愛だけの世界、 それらだけの世界を作る。知るかよそんなの。俺はただみんなのところへ帰りたいだけだ。勝手に死ぬならそれでもいいが、代わりにそのシャリンガンはいただくぞ。なんで目を欲しがる。お前はもうシャリンガンを持ってんだろ。右目がまだ入ってなくてな。 シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものだ。俺がカカシと揃えばより強くなれるってことじゃねえか。リンも今度こそ二人でちゃんと守れるってことじゃねえか。なおさらここにはいられねえ。待ってろよカカシ、リン。俺は生きてる。 あとは任せる。強がって傷を隠してもダメ。ちゃんと見てんだから。リン。<笑>またリンって言ってる。<笑>どう。 いやー、またリンリンリンリンって呟いてたからどんな夢見てんのか気になっちゃったって。てへ。そういう時のオビトはだらしない顔してて面白いんだよね。よだれまで垂らす時あるし。<笑>ぐるぐる、お前笑ってんじゃねえ。ごめんなさいっす。はあ、ここに来て随分経つな。 初めてお前らを見た時は度肝抜かれたけど、魔像から作られたんだっけか
そのデク人形は。僕らからすると君の方がデク人形だけどね。そうそう、人間のくせに体半分は僕らと同じ人造体なんだからさ。マダラが気になるの？因果を切るだのなんだのと、わけわかんねえ話だけして、自分はずっとお眠か。あ、分かってなかったんだマダラの話。まあ簡単に言うとね、本当の世の中の嫌なことを捨てていいことだらけの夢の中に逃げちゃおうって話。夢だからなんだって思い通り、死んだ人だって生きてることにできる。なんだそりゃ、今度はバカバカしすぎて意味わかんねえよ。君の頭だとそうなるだろうね。うるせえ、お前なんかもっと頭悪そうじゃねえか。正解。ったく、バカにしてんのかバカなのかって、今はそんなことどうでもいいか。とにかく少しでも早くこの体になれねえと。おし、お前らそろそろあれやるぞ。はい、リハビリ修行っすね。準備はできてんだろうな。もちろん。 よし行くぞ。So, Obito ist natürlich nicht gestorben, aber auch irgendwie nicht mehr ganz er selbst und vor allem nicht ganz vollständig. Und wir müssen jetzt Guru Guru besiegen. Und das ist wieder ein Mobkampf. Das heißt, wir kämpfen jetzt hier wieder gegen viele von seinen Doppelgängern. Wir müssen jetzt alle nacheinander platt machen. Interessanterweise traf Obito mitten in dieser, naja, quasi Hölle auf seinen Vorfahren Madara. Und ich wurde ja in den Kommentaren gefragt, wie viel ich eigentlich vom Anime weiß, also wie weit ich im Anime bin. Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Finde den echten Guru Guru. Ja. Okay, das war falsch. Okay. WTF. Ja, also wie gesagt, ich wurde halt gefragt, was weiß ich so vom Anime, und die ehrliche Antwort ist, dass ich den Anime gar nicht so aktiv schaue, weil der mir halt zu voll mit Fillern ist. Ich kenne halt von Naruto tatsächlich am meisten nur die Spiele und halt das, was ich so bei Wikipedia lese, also nicht bei Wikipedia, sondern bei dem Naruto-Wiki. Aber das macht es auch für mich so ein bisschen spannender, weil damit weiß ich einfach noch nicht alles. So, und die Verstärkung ist jetzt hier fast vorüber. Ah ja. Okay, jetzt muss ich wieder diesmal die richtige Entscheidung treffen. Ja! Ein Quizspiel von Guru Guru richtig beantwortet. Ah ja, und ich verprügle jetzt hier auch gerade den echten wahrscheinlich. Ja, diese Mobkämpfe sind natürlich so ganz typisch japanisch, dieses Füllermaterial. Erinnert mich ein bisschen an die Spiele von Koei Tecmo, also Dynasty Warriors. So, und diesmal... Ah, verdammt. Wieder den falschen. Und ich frage mich gerade, übersehe ich hier irgendwie eine Logik dahinter? Immerhin schon 47 vernichtet, also... Naja, es geht voran. Ich überlege ja, ob ich so Mobkämpfe in Zukunft schneide. Also sind wir mal ehrlich, so wirklich interessant ist ja vor allem die Story. Und nicht, wie gut ich jetzt hier gegen diese ganzen Pappkameraden kämpfe. Ich versuche natürlich, das Let's Play spannend zu gestalten. Ich bin ja kein Freund des einfach nur Spielens und das Zeigens. Ich weiß, das mögen viele, aber für mich ist das völlig unbefriedigend.
Man weiß halt auch bei so einem Kampf irgendwann nicht mehr, was man noch so sagen soll. Wir könnten irgendwie darüber reden, dass dass Obito gefühlt dieselbe Synchronstimme gerade hat wie Naruto. Wobei er klingt ein bisschen heller. So, ich hoffe, das ist jetzt auch der letzte von den Doppelgängern. Ah ne, ich glaube, das ist sogar schon der echte, oder? Ja, das war schon der echte, oder? Immerhin hat Obito jetzt ein Stück Selbstvertrauen mit dazu bekommen. Und wir Kampfrang A. もう違和感はない。自分の体として完全に馴染んだ感じだ。もう少しで会えるぞ。 大変だよ。ん？さっき外行ってたんだけど、君の言ってたリンってのがやばいよ。何があった？カカシってやつと二人きりで霧隠れの忍びたちに囲まれてる。まだその体じゃ岩は壊せやしないよ。リンとカカシを。 僕の体を切るといいよ。お前、マダラの部下だろ。いいのか。リンとカカシを助けたいんでしょ。ありがとう、くるくる。はっ！よし。行くか。 助けてくれたことには感謝するけど、俺は行く。行かなきゃならねえから。 一直線に目的地に向かう。 オッケー、道案内は任せておいてよ。何せ僕の仲間が世界中を見張ってるからね。 たやすいもんだよ。 状況は？ かなりやばい状況だよ。霧隠れの実験体がどうこう言ってるけど、僕はよくわかんない。とにかくリンもカカシも数十人に囲まれてるみたい。湊先生は何をしている？誰？黄色い線香は何してるって聞いてんだ。あの人は何か別の任務中みたいだね。近くにはいないよ。こんな時に。 お前は約束してくれた。頼む、リンを何とか守ってくれ。俺もすぐ駆けつける。雨。違うよ、これはさっきの衝撃で生まれたしぶき。そこにリンとカカシがいるよ。どうすんの？決まってんだろ。 このまま突っ込め。 なんだ？ 変なイメージしてんじゃねえ。 んなことあるわけねえだろ。 リンは俺とカカシで 守るんだ。 ここは一体ここは何だ。
増援か？バカが、たった一人で仕留めるぞ。Okay, Kakashi hat ganz offensichtlich Rin getötet und wir müssen jetzt die Kirin-Ninjas vernichten. Und ich frag mich gerade nur so, what the fuck, was ist da passiert? Geheimaktionen finden. Wenn bei Kämpfen das hier abgebildete Zeichen erscheint, deutet das darauf hin, dass es in eine Geheimaktion, also ja, Geheimaktion und so weiter. Das kennen wir ja nun schon. Und wieder ein Gruppenkampf, also ein Mobkampf. Yay! Oha! Okay, Obito hat jetzt um einiges mehr drauf als vorher. Und er trägt jetzt auch schon seine Maske. Also er wird schon langsam zu Tobi. Weil hey, soweit kenne ich mich aus, denn als Tobi hat er dann Akatsuki gegründet. Ja, um eben seine finsteren Pläne zu verwirklichen. Aber auch da hat er sich, glaube ich, Pain nur als Tobi vorgestellt. War das nicht im Anime sogar so, oder im Manga generell, dass Tobi das erste Mal aufgetaucht ist, nachdem Naruto Pain besiegt hat? Ich glaube es zumindest. Also da ist er zumindest richtig aufgetaucht. Weil zumindest wenn man Ultimate Ninja Storm... Oh, ganz kurz mal. WTF! Jetzt geht's ab. Ah ja, wir haben die Geheimaktion abgeschlossen. Sehr geil. Ja, zumindest ist es so, wenn man Ultimate Ninja Storm Revolution spielt, spielt man ja auch die Vorgeschichte von Akatsuki. Also wie Pain nach und nach die Mitglieder rekrutiert. Und dort taucht er dann auch Tobi auf, also Obito, und sagt, ja, ich werde jetzt erstmal eine ganze Weile lang nicht mehr so in Erscheinung treten. Oh, jetzt geht sie wieder ab. Okay. So, wir haben jetzt immerhin 3 von 4 Geheimaktionen abgeschlossen. Wir haben jetzt das große Holzversteck beschworen. Oh, und diesmal geht das ziemlich gut. Wir bekommen einige Abzeichen. Und ich versuche auch echt die ganze Zeit O zu drücken, aber irgendwie, ja, klappt das nicht so. Boah, schon 100 von den Kirin-Ninjas besiegt. So, du bist der Letzte. Es sieht nicht gut aus für dich. Wow, Kampfrang S. Das erste Mal, glaube ich. Oder nee, das zweite Mal. だって思い通り死んだ人だって生きてることにできる。リン、もう一度君のいる世界を作ろう。俺がこの世の因果を断ち切り、そのために帰ってきた。誰にも見られてはいないだろうな。見ていたのは僕だけ。
オビと敵を全員倒しちゃったから大丈夫。ただカカシだけは見逃したみたい。まあ気絶してたから何も見てないけど。かつての仲間だけに未練があったか。違う、どうでもよかっただけだ。この世にあいつが生きていようが死んでいようがもうどうでもいい。これから作る世界にカカシはいる。リンも、俺に夢の世界の作り方を教えてくれ。マダラ、もう礼はいらん。こっちへ来い。今日からお前が救世主だ。夢の世界、その作り方は至極簡単だ。要は俺の作り出した現実世界に全ての人間を連れてくるだけ。ただし術の規模を月を使って拡大しなければならない。そうだな、まずお前に陸道仙人と十尾について知ってもらう。そして俺の月の目計画もな。先の戦いで柱間細胞を手に入れた俺はそれを移植した。そして寿命で死にかけた時だ、リンネガンを開眼したのだ。それは同時にある封印を解くことにもなった。口寄せできたのだ。十尾の抜け殻下道魔像を月からな。その後すぐに魔像の体を触媒にして柱間細胞を培養したのがこれだ。こいつに俺の意志を入れた。半分は俺だと思え。さあ動け。俺が復活するまでの間お前がうちはマダラだ。In der Hölle ist jetzt beendet. Und wir schließen mit einem A-Rang ab, bekommen 87.000 Ryo, ja, immerhin, und haben im Kampf gegen Guru Guru haben wir 2 Kampferfolge erzielt. Und im Kampf gegen die Kiri-Ninjas haben wir sogar 3 erzielt. Wir werden ja immer besser. Schön. Und Obito in der Amok-Version haben wir freigespielt. Sowie eine neue Geheimtechnik, Finisher, Bild, Schriftrolle. Aber was viel wichtiger ist, wir haben jetzt eine pechschwarze Welt, eine neue Sidequest. Und wir haben der Kampf wird härter, eine neue Hauptstory-Quest. Und ich würde sagen, ja, wir gehen in die pechschwarze Welt. Der Überfall auf Konoha. お前からキュービを引き出し木の葉を潰す。さあ出てこいキュービ。
前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。さすがは先生。今は俺の方が早い。逃がしはしない。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるというのに、すでに希望などお前らにはない。Oh Gott, diesen Kampf kennen wir nur allzu gut. Vernichte Minato. Ja, Obito gegen Minato. Ja, den Kampf kennen wir noch aus dem Anfang von Ultimate Ninja Storm 3. Da müssen wir nämlich mit Minato genau diesen Kampf gewinnen. Und deswegen ziemlich cool, dass wir ihn jetzt nochmal von der anderen Seite erleben. Also die Story dahinter von der anderen Seite. Es ist nämlich just die Nacht, in der Naruto zur Welt kommt. Minato ist ja Narutos Vater. Und eigentlich ist der neunschwänzige Fuchs ist eigentlich in der Mutter von Naruto eingesperrt. Aber in der Nacht der Entbindung ist ihr Chakra und ihr Körper halt so dermaßen geschwächt, dass es eben da möglich ist, den neuen Schwanz aus ihr zu extrahieren. Und genau das möchte Obito. Und der Kampf ist natürlich ziemlich hart. Wobei wir... Es läuft doch ziemlich gut für uns. Wobei ich mich halt freue, dass wir endlich von diesen Mob-Kämpfen wechseln, wieder zu diesen One-versus-One-Kämpfen, beziehungsweise zu den Arena-Kämpfen. Und Minato ist ein verdammt starker Gegner, aber er ist halt auch aktuell der Hokage, ne? Der stärkste Ninja oder einer der stärksten Ninja in Konoha. Ich weiß nicht, ist der Hokage auch der stärkste? Ich glaube ja nicht. Weil sonst hätte ja Tsunade Pain, beziehungsweise Naruto hätte gegen den, nach dem Sieg über Pain zum Hokage gewählt werden müssen. Aber auf jeden Fall ist Minato aktuell der Hokage und kann das Rasengan. Und er hat ganz schön aufgeholt, guck mal, ne? Also, am Anfang waren wir ja noch mit unseren Lebenspunkten ordentlich weit vorne, aber jetzt, egal, jetzt, haha, aktivieren wir das Sharingan. Oha. Und haben auch Minato schon ordentlich runtergehauen, aber der haut halt auch... Ah, verdammt. Okay, jetzt haben wir beide rote Lebensbalken. Ach, du Scheiße. Oh, jetzt müssen wir uns beeilen. Und ansonsten werden wir hier verlieren. Und das darf nicht sein. Das darf nicht passieren. Aber Minato ist verdammt stark. So, das Sharingan ist jetzt vorbei. Und. Komm. Oh, oh. Oh, oh, jetzt bloß nicht verlieren auf den letzten Meter. Ah, gewonnen. Mit Kampfrang B. Der maskierte Mann. Sato ga kini naru ka? Sore tomo kodomo ga kini naru ka? Izure ni seyo. さすが四代目ホカゲ。この俺に手傷をくれるとはな。だがいずれ物事は俺の思うがままに流れることとなる。俺はこの世を滑る者。やりようはいくらでもある。
ヒュービー野放しのまま出てきちゃったけど、いいの？今回の一件で木ノ葉に壊滅的なダメージを与えられた。しばらくは自里の復興に目が向けられるはず。なるほど。その間に動くというわけか。月の目計画をなすにはいろいろと準備がいる。大国の注意はそらしておくに限る。行くぞ。この世界は真っ暗だ。湊先生、こんなとこ、こんな世界は。どうでもいいんだよ。